Weihrauch HW30 Challenge. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200. Weihrauch HW100 Bullpupper. Sehr grandioser Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Heute habe ich ein altbekanntes Luftgewehr neben mir. Ich habe die Weihrauch HW30S aus unserem Lager von jabolo.de bestellt. Habe sie ausgepackt und werde mit dieser Waffe heute die beliebte Challenge schießen auf meine Sport Quantum SQ10. Ja, in der letzten Zeit hatte ich ja immer wieder mal Challenge-Videos, wo ich mit Pressluftgewehren auf die Sport Quantum SQ10 geschossen habe, wo ich 10 Schuss gemacht habe und versucht habe, so präzise und gut wie möglich zu schießen, um am Ende einen Score zusammen zu haben. Diese Videos sind oft spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde und nicht nur aus dem Grund wurde ich in letzter Zeit immer häufiger gebeten, Mensch, nimm doch jetzt endlich mal einen Weihrauch-Knicker, nimm doch endlich mal ein Weihrauch-Federdruck-Luftgewehr und mach damit die Challenge, wir wollen wissen, was kriegst du da zusammen. Natürlich, ich gebe es gleich vorab, werde ich sicher nicht so präzise sein wie mit einem Pressluftgewehr. Was jetzt nicht unbedingt an der HW30 liegt, ich denke, ihr kennt viele Videos von mir, wo ich ja, die auch schon auf sehr große Distanz und sehr, sehr präzise geschossen habe. Aber ich bin in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut in Übung. Das liegt einfach an den Pressluftgewehren. Ich bin pressluftfaul geworden, schieß halt total gerne aufgelegt, sehr, sehr häufig einfach Pressluftgewehre. Und aus dem Grund muss ich einfach mit den Federdruckluftgewehren wohl ein bisschen mehr üben. Nichtsdestotrotz werde ich es versuchen mit der HW30S und dann auch in Zukunft noch mit anderen Weihrauch-Federdruckluftgewehren den maximalen, für mich maximalen Score an der Sport Quantum SQ10 auf 10 Schuss zu erreichen. Theoretisch sind 109 Punkte möglich, 10,9 ist ja das Maximale an Ringen, was man halt eben pro Schuss erreichen kann. Natürlich, grundsätzlich glaube ich, kann ich mit 100 Punkten wirklich richtig, richtig zufrieden sein. Bei einem guten Presslüfter sage ich 104 aufwärts, aber Federdruckluftgewehr ist halt doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe mir heute ein Set zusammengestellt aus der Weihrauch HW30S, hier mit Buchenholzschaft, aus dem Hawk Vantage 2x7x32 AO Zielfernrohr und der Hawk mittelhohen Prismenmontage für 1 Zoll Mittelrohr. Findet ihr alles natürlich auf jabolo.de. In letzter Zeit bin ich immer wieder aber in Anführungszeichen fremdgegangen. Achtung, Schatz, wenn du das Video siehst, wobei die guckt sich eben meine Videos nicht an, aber theoretisch, wenn du das Video siehst, geht es hier natürlich nur um Luftgewehre. Jeder, der meine Videos schon seit Jahren verfolgt, der weiß natürlich, dass ich mit der HW30S so ein ganz besonderes Verhältnis habe. Das ist eigentlich immer so mein liebstes Federdruckluftgewehr war. Aber in der letzten Zeit muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich immer häufiger die HW50S auch in der Hand habe. Für mich als 1,90 Meter großen Schützen ist sie halt einfach vom Komfort, vom Schießen her noch mal ein bisschen angenehmer und vom Prellschlag her und von der Präzision her ist sie halt eine HW30 auch vom ganzen Schussverhalten, vom ganzen Schussgefühl sehr, sehr ähnlich. Deswegen habe ich mich dann schon immer wieder mal erwischt, die HW50 doch zu nehmen. Aber heute einfach der Tradition halber fange ich mit der HW30S diese Serie an. Ich werde die Qingyang Diabolos schießen, domed 0,55 Gramm, 4,50 mm. Die Qingyang Diabolos funktionieren herausragend gut mit den Weihrauch-Luftgewehren. Nicht nur damit, sondern natürlich auch mit vielen anderen Luftgewehren. Aber meine ganzen HW-Knicker schieße ich ehrlich gesagt mit diesen Qingyang Diabolos. Und aus dem Grund versuche ich heute auch mal einen Präzisionstest mit den Diabolos. Ich werde jetzt ein bisschen durchschnaufen, werde ein bisschen runterkommen, werde ein bisschen die Euphorie zurückschrauben und dann strenge ich mich mal richtig an und guck mal, welches Ergebnis ich hinbekomme. Alle, die, wie gesagt, schon länger diese Serie verfolgen, seid nicht enttäuscht, wenn ich nicht so ein Ergebnis wie mir zum Beispiel der HW100 hinbekomme. Das ist einfach völlig verständlich. Natürlich die Top-Federdruckschützen, die nichts anderes als Federdruckluftgewehre schießen, werden sich vielleicht ein bisschen kaputt lachen über mein Ergebnis am Ende, weil sie einfach durch ihre Übung ein besseres Ergebnis rausholen würden.
Aber trotzdem werde ich mich dieser Challenge stellen und jetzt mal vor allem das Labern aufhören und auch mal tatsächlich schießen. Ich habe die Waffe eingeschossen gestern, habe damit trainiert, war sehr zufrieden. Vielleicht müssen wir noch ein, zwei Klicks irgendwie verstellen. Das sehen wir mal, wenn wir die ersten 10 Schuss gemacht haben. Wie gesagt, natürlich bei der Optik haben wir nach oben hin noch extrem viel Luft. Die Vantage-Serie ist die Einsteiger-Serie von Hawk. Ihr habt aber trotzdem 10 Jahre Herstellergarantie und volle Brennschlagfestigkeit. Das heißt, man hat hier was qualitativ richtig Hochwertiges. Aber natürlich würde man mit einer Optik, mit einer noch etwas höheren Vergrößerung, ich würde fast 12-fach bevorzugen, und besseren Linsen und natürlich in der Beleuchtung hier sich noch etwas leichter tun. Aktuell habe ich halt ein schwarzes Fadenkreuz, ziele auf die schwarze Scheibe, ist natürlich nicht perfekt optimal. Das heißt, hier hätten wir wirklich noch Luft nach oben. Trotzdem haben wir gerade mal eine 10,8 geschossen. Ich finde das Luftgewehr einfach geil. Also ich sage gleich dazu, kein Tuning-Abzug verbaut, kein Tuning-Kit verbaut. Die Waffe ist out of the box, so wie mir das Lager die geschickt hat. Ich habe dann lediglich das Zielfernrohr verbaut. Wer da Angst davor hat, weil er noch nie ein Luftgewehr eingeschossen hat oder noch nie ein Zielfernrohr verbaut hat. Ihr könnt mich gerne natürlich kontaktieren. Ich helfe euch immer gerne weiter. ergandi@jabolo.de ist meine E-Mail-Adresse. Oder ihr geht einfach mal auf jabolo.de. Rechts oben habt ihr den Bereich Beratung. Ja, wer ein bisschen Angst hat, weil er bisher noch nie ein Luftgewehr eingeschossen hat oder noch nie ein Zielfernrohr montiert hat, geht mal auf YouTube und gebt Zielfernrohr einschießen oder geht mal auf ergandi.de und gebt Zielfernrohr einschießen ein. Dann kommt ihr direkt zu einem Video von mir, wo wirklich Schritt für Schritt von Anfang bis zum Ende erklärt wird, wie das montiert wird, warum das so montiert wird, wie man es einschießt. Und ich entlasse euch erst am Ende wirklich damit mit einer perfekt eingeschossenen Waffe. Damit haben es 100% aller Schützen hinbekommen, ihr Luftgewehr perfekt einzuschießen. Und wer sich jetzt denkt, dass er einfach noch ein, zwei Tipps gerne haben möchte zum Preller schießen, weil er vielleicht mit der Präzision, mit der eigenen nicht zufrieden ist, gebt mal den Prellschlag kontrollieren auf YouTube ein. Da kommt ihr zu einem Video von mir, wo ich einfach erkläre, wie ich denn ein Federdruckluftgewehr schieße, auf was man achten soll und wie man die maximale Präzision erreichen kann. Also wenn ich nicht immer wieder diese Ausreißer zwischendrin hätte, diese leichten Wackler von mir, wäre das jetzt schon ein unglaublich gutes Ergebnis. Oh, das war eine 9,0. Ah, da habe ich mir natürlich einiges am Ergebnis versaut. Oh, schade, schade, schade. Das war eine 10,2, das war wieder besser.
und eine 9,1. Gott, ich bin ehrlich gesagt froh, wir haben exakt 100,0 Punkte. Guckt euch mal die Ergebnisse an. 10,2, 9,4, 10,2, 10,8, 10,7, 9,7, 10,7, 9,0, 10,2, 9,1. Wenn ich jetzt noch ein bisschen diese Wackler rausbekomme, die kriegt man natürlich wahrscheinlich am besten raus, indem man einfach nur die Klappe hält und nur präzise schießt. So, wir starten die zweite Runde. Ja, ich verändere an dem Luftgewehr erstmal gar nichts. Ich fand eigentlich, es war gut gepasst so. Und wir starten mit einer 10,1. Die 100 Punkte, leicht auszurechnen, 100 durch 10, waren 10,0 im Schnitt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da nochmal rankommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat mir schon ein bisschen den Druck genommen, weil die 100 waren einfach die Punktanzahl, die ich mit einem guten Federdruckluftgewehr erreichen will. Wobei die Waffe an sich natürlich noch viel, viel mehr schaffen kann. Ich glaube, das werden mir alle HW30-Schützen bestätigen da draußen. Trotzdem gilt es einfach mal, die erste Duftmarke zu setzen, das erste Ergebnis hinzustellen. Dass man dann was hat, woran man sich mit den anderen Luftgewehren nach und nach orientieren kann, wenn man da die Tests macht. Aber mit einer 9,3 natürlich echt schlecht. War schon besser. Wieder so niedrig, wieder eine 9,3. Ist egal, wir ziehen es weiter durch. Wir werden vermutlich das gute Ergebnis von zuvor nicht erreichen. Was natürlich man auch bedenken muss, ist, je länger man mit dem Knicklauf-Luftgewehr, ich sag mal, so schnell hintereinander schießt, umso höher geht natürlich der Puls, weil man einfach durch das Knicken des Luftgewehrs einfach halt, ja, ein bisschen körperliche Anstrengung dabei hat. Ich will mir jetzt nicht jedes Mal eine Minute Zeit lassen zwischen den Schuss, sonst geht das Video am Schluss eine Stunde. Und die Biathlon-Schützen würden sich wahrscheinlich über die körperliche Anstrengung, die ich beim Luftgewehrknicken habe, totlachen. Ja, ein bisschen tief war da wieder. Jetzt kommt der 10. Schuss. Wir sind bei 88,1. Bleibt man ein ganzes Stück weg vom Rekord leider. Ah, und jetzt habe ich gedacht, ich visiere mal höher an und mache den schlechtesten Schuss überhaupt. 96,8, es ist jetzt nicht wirklich dramatisch schlecht. 10, 1, 9, 6, 10, 3, 9, 3, 9, 8, 9, 3, 10, 6, 9, 4, 9, 7, 8, 7 war halt ziemlich grottig. Also, das war ein Ergebnis zum Vergessen. So, ich habe jetzt gerade nochmal das Luftgewehr ein bisschen nachgestellt. Ich war nicht ganz zufrieden mit der zweiten Serie. Habe jetzt so ein paar Schuss dazwischen gemacht und habe gemerkt, dass ich einen leichten rechts unten Drall hatte. Ich habe den zwar versucht, während des Schießens so ein bisschen auszugleichen, aber mit einem schwarzen Fadenkreuz auf schwarzen Hintergrund und dann noch was ausgleichen, das ist nicht wirklich einfach. Gucken wir mal, dass wir es jetzt noch mal besser machen als in der zweiten Runde.
muss man wirklich schon das Gewehr genau auf die Mitte eingestellt haben. Sagen wir es mal so, ich hatte es auf die Mitte eingestellt. Nur wenn du halt beim Prellerschießen leicht die Sitzposition änderst, leicht die Hand ein bisschen änderst oder nicht genau exakt gleich an die Schulter andrückst und so weiter, dann wird es schon schwierig, das exakt gleiche Ergebnis zu erzielen. Ach, 9,5. Ja, wieder ein bisschen rechts. So, jetzt machen wir es besser. Also ob über 10 wieder mal. Also ich muss schon sagen, es ist sowieso schon Jammern auf wirklich hohem Niveau. Also ich bilde mir zumindest ein, dass das Schussergebnis schon wirklich, wirklich ordentlich ist. Eine 9,9. Also das schaut schon ordentlich aus. Wir haben jetzt 5 Schuss, 49,7. Das heißt, wir liegen knapp unter dem Schnitt. Aber es ist so knapp, dass wir da locker noch drüber kommen können. Ja, mit einer 10,9. Machen wir natürlich einiges wieder gut. Geil. Ja, diese Einstellung, die hat es gerade nochmal gebracht. Damit komme ich besser klar. Und eine 10,2 hinterher. Das verschafft uns etwas Luft für die letzten 3 Schuss, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt schlecht schießen will. Ich wäre natürlich mit noch einer Erhöhung des Rekords richtig, richtig glücklich. Rechnet es dazu. Oh, eine 9,6. Ah! Das heißt, ich brauche jetzt zweimal mindestens eine 9,8. Das ist das, was ich mit der Spannung meinte. Spannend bis zum letzten Schuss. Jetzt könnten wir uns eine 9,4 erlauben. Ja, man muss wirklich sagen, die HW30, die ist präziser als ein Mittelklasse-Pressluftgewehr. Wenn man da jetzt noch, ich sag mal, sich rein auf eine Waffe mal konzentrieren kann, ich habe ja insgesamt, keine Ahnung, glaube 130 verschiedene Waffen mittlerweile reviewed, da ist es schwer, sich auf eine Waffe zu perfektionieren und richtig einzuschießen. Aber wenn das euer einziges Luftgewehr oder euer Lieblingsluftgewehr ist, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da mit dieser Waffe alles drin ist. Ey, absoluter Oberhammer. So, jetzt hoffe ich, ich habe nicht zu viel gelabert. 9,4 brauchen wir. Das war echt knapp. 100,2 Punkte. Ich habe es in 2 von 3 Versuchen geschafft, über die 100 Punkte zu kommen. Ich persönlich finde es echt gut. Wir müssen sagen, wir haben hier ein günstiges Glas, eine günstige Montage drauf. Wir schießen die Waffe out of the box. Es ist wirklich echt ein respektables, richtig gutes Ergebnis. Und jeder, der einfach mal eine Zeit lang mit der Waffe trainiert, der kommt bestimmt an die 103, 104, 105 Punkte mit dieser Waffe auf jeden Fall hin. Es soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich werde die Serie fortführen. Keine Angst, es werden noch weitere Waffen kommen.
und es wird weiterhin spannend bleiben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, servus, sagt der Gandhi.